Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist nach wie vor Jens Rabe und wie soll man denn eigentlich sein Konto führen? Soll man es in Euro führen, doch lieber in Dollar oder vielleicht sogar in Schweizer Franken? Wir schauen uns das heute mal an. Was gibt es für Vorteile, was gibt es für Nachteile in der jeweiligen Währung? Jetzt im Video. Ich glaube, mindestens einmal in der Woche bekomme ich die Frage entweder per Mail oder bei uns im Helpdesk oder im Coaching gestellt. Nämlich, Jens, sag doch mal, wie soll man denn sein Konto, in welcher Währung soll man denn das führen? Und ich zum Beispiel zeige ja immer mal ein paar Konten auch von mir. Und das sieht man dann manchmal habe ich ein Konto in Euro, dann habe ich mal ein Konto in Schweizer Franken, ich habe auch ein US-Dollar-Konto. Warum ist das so? Was hat das alles für Gründe? Also warum man das jeweils so auswählt? Und ich will euch heute mal drei Varianten zeigen mit Vor- und Nachteilen. Denn eins ist ja ganz klar, es gibt natürlich nicht die optimale Variante, wo man sagt, für die ist für alle immer gleich richtig, sondern es kommt natürlich immer darauf an, was hat man mit seinem Konto vor und wie wiegen die Vorteile, die Nachteile für einen persönlich das Ganze auf, hängt auch mit der Kontogröße zusammen, werden wir uns jetzt gleich anschauen. Die meisten von euch, die jetzt bei irgendeinem Broker, also jetzt nehmen wir mal Linksbroker, CapTrader, Interactive Brokers oder wo auch immer, die mit der TWS verbunden sind, also mit der Trader Workstation, die haben ja die Wahl, ihr Konto in verschiedenen Währungen zu führen. Und die meisten werden ja ihre Konten von Beginn an erstmal in Euro führen. Und deswegen schauen wir uns das auch mal an als erstes. Macht es denn Sinn, das Konto in Euro zu führen? So, was ist denn der Vorteil, wenn man das Ganze in Euro führt? Der erste und eigentlich der wichtigste Vorteil ist natürlich der am Ende des Jahres. Nämlich, ihr wisst, wenn ihr so ein Konto habt, dann wird ja keine Abgeltungssteuer abgezogen, sondern ihr müsst eine Steuererklärung machen, weil das Konto ja bei einem ausländischen Broker liegt, weil ja bei IB zum Beispiel das Konto in UK, also in Großbritannien liegt. So, und wenn ihr eben dieses Konto in Euro führt, dann ist es am Ende des Jahres sehr, sehr einfach, weil ihr natürlich ganz einfach, ihr nehmt den Jahresanfangsstand, ihr nehmt den Jahresendstand, das ist alles eine Währung, die Gewinne werden euch immer in Euro ausgewiesen, Zinsen werden in Euro ausgewiesen, alles ist in Euro. Das heißt, für euch ist es sehr, sehr einfach, eure Steuererklärung zu machen, für euren Steuerberater ist es sehr, sehr einfach und ihr vermeidet natürlich auch von vornherein so ein bisschen Auseinandersetzung mit dem Finanzamt, die dann sagen, ah, müsste man das nicht so umrechnen oder so. Das heißt, das ist ein riesengroßer Vorteil und auch für einen selber ist es natürlich von Vorteil, wenn man sieht, okay, mein Konto hat sich so und so entwickelt, weil das kann man eben gerade als Österreicher oder als Deutscher eben sehr, sehr gut nachvollziehen. Es gibt aber natürlich auch Nachteile und zwar zwei Stück. Wer wie ich die meiste Zeit in den USA handelt, also amerikanische Optionen handelt, der wird natürlich immer eine Margin-Forderung haben, die auf US-Dollar lautet. Und da ihr aber in einem Euro geführten Konto keine US-Dollar liegen habt oder eben nur sehr, sehr wenige, schießt euch quasi der Broker die Dollars vor und ihr müsst dann auf die quasi geliehenen Dollars Zinsen bezahlen. So, das ist ein Nachteil, weil es sind Kosten, die ihr sonst nicht hättet. Und es gibt noch einen weiteren Nachteil, das betrifft allerdings nur diejenigen unter euch, die ein Konto größer als 100.000 Euro haben, nämlich wir haben ja in Europa Negativzinsen, zumindest aktuell noch und es wird wohl wahrscheinlich auch noch ein bisschen so bleiben. Und deswegen fallen auf Konten, die in Euro und auch in Schweizer Franken geführt werden und über 100.000 Euro sind, fallen Negativzinsen an. Wir haben darüber schon mal ein Video gemacht. Hier irgendwo taucht das nochmal auf. Das heißt, guckt euch das einfach nochmal an. Da ist das nochmal genau erklärt, wie hoch sind diese Zinsen, was ist da der Vor- und Nachteil. Das wäre also, wenn ihr euer Konto in Euro führt. So, zweite Variante. Ihr könntet ja auch sagen, hey, wenn ich sowieso immer die ganze Zeit in Amerika handle, dann führe ich doch mein Konto ganz einfach in US-Dollar. Ne? Das geht ja ganz einfach. Führt ihr euer Konto in US-Dollar. Wir schauen uns mal als allererstes einen Chart des Euro gegen den US-Dollar an. Und da seht ihr ja, dass der Euro in den letzten Jahren massiv gegen den US-Dollar verloren hat. Und daraus ergibt sich schon mal ein allererster Vorteil, nämlich wer in den letzten Jahren,
weil wir können erstmal nur über die Vergangenheit sprechen. Wer in den letzten Jahren sein Konto in Dollar geführt hat, der hat neben seinen hoffentlichen Gewinnen aus dem Optionshandel noch einen Währungsgewinn erzielt. Ne? Also wenn du vor 5 Jahren dein Geld in Dollar umgetauscht hast und würdest es jetzt zurücktauschen, selbst wenn du nichts gemacht hast, kriegst du jetzt mehr Euro als noch vor 5 Jahren. Das heißt, du hast einen Währungsgewinn erzielt. Das ist ein großer Vorteil. Und wenn, was man ja momentan so fast ein bisschen vermuten könnte, vielleicht der Euro weiter zur Schwäche neigt, also wenn es vielleicht in Richtung Parität geht, 1:1 oder vielleicht sogar nochmal darunter, ne? Wir dürfen nicht vergessen, wir waren ja schon deutlich unter der Parität, als der Euro eingeführt wurde, da waren wir auch schon mal, ich glaube, bei 87 Cent oder irgend sowas, dann würde man einen weiteren Währungsgewinn erzielen. Und weiterer Vorteil, da wir einen Dollar haben, müssen wir auf die Margin keine Zinsen bezahlen. So, aber wie überall gibt es natürlich auch Nachteile, nämlich der Nachteil ist ganz einfach der, was beim Euro der Vorteil war, nämlich die Einfachheit der Abrechnung, wird natürlich hier zum Nachteil. Denn ihr müsst natürlich das Ganze am Ende in Euro umrechnen. Da gibt es jetzt offizielle Euro-Umrechnungskurse der EZB, aber jetzt sieht das jedes Finanzamt ein bisschen anders. Theoretisch könnte man ja sagen, okay, das, was du am Jahresanfang hast, rechnest du einfach zum offiziellen von der EZB nachvollziehbaren Umrechnungskurs einfach auf Euro um und am Ende des Jahres rechnest du das auch einfach in Euro um und damit hast du das alles. Ganz so einfach ist es aber meistens nicht, weil ja verschiedene Dinge anfallen. Ne? Auch hier wieder Gebühren, Zinsen, Gewinne vielleicht aus Aktien, Gewinne vielleicht aus Optionen, die in unterschiedliche Töpfe kommen. Das heißt, es macht Arbeit, es ist Rechenarbeit und das sollte man nicht unterschätzen. Wer ein größeres Konto hat, wer professioneller aufgestellt ist, einen guten Steuerberater hat, der ein bisschen Plan hat, der macht das für einen. Natürlich nicht umsonst, aber es erfordert definitiv Arbeit. Und was ein Nachteil werden könnte, ganz bewusst könnte, ist natürlich, dass der Euro ja auch mal wieder in die andere Richtung gehen könnte. Ne? Stellt euch vor, der Euro wertet jetzt gegen den Dollar 10% auf, ihr habt ein Dollarkonto und ihr habt in dem Jahr 10% Performance gemacht, dann habt ihr auf Euro-Sicht gesehen überhaupt nichts gemacht, weil euch dann der Währungsverlust des US-Dollar gegenüber dem Euro das Ganze weggefressen hat. So, also das könnte auch ein Nachteil wieder werden. Das ist ja keine Einbahnstraße, wo man sagt, der Euro ist jetzt dazu verdammt, in den nächsten 20 Jahren, wenn es ihn denn überhaupt noch so lange gibt, immer weiter zu fallen. Das müsst ihr also definitiv einkalkulieren. So, dritte Variante, und das ist vielleicht mal für die Zuschauer und Zuschauerinnen, ne, politisch korrekt, Zuschauerinnen, aus der Schweiz. Ihr könnt natürlich das Konto auch in Schweizer Franken führen. Jetzt schauen wir uns mal hier den Umrechnungskurs Euro gegen Schweizer Franken an. Und da seht ihr, dass der Schweizer Franken auch gegenüber dem Euro ja in den letzten Jahren deutlich an Stärke gewonnen hat. Also das heißt, der Euro ist schwächer geworden gegen den Schweizer Franken. Der Schweizer Franken ist überhaupt eine der wenigen Währungen in der Welt, der überhaupt in den letzten Jahren gegenüber nahezu allen Währungen Stärke gezeigt hat. Also auch im langfristigen Kontext war der Schweizer Franken immer eine sehr, sehr gute Währung. Ne? Stabilität, Neutralität, Bankengeheimnis und so weiter und so fort hat dazu beigetragen, dass sowohl gegen den US-Dollar als auch gegen den Euro der Schweizer Franken immer relativ stark war und sogar gewonnen hat. Das heißt, hier Währungsgewinn auch gerade gegenüber dem Euro durchaus auch in der Zukunft wahrscheinlich. Was sind jetzt aber hier die Vor- und Nachteile? Der Vorteil ist ganz klar eben die schon angesprochenen Währungsgewinne und es ist natürlich vielleicht auch gar nicht so schlecht, wer dieses ganze Krisenszenario im Euro immer so ein bisschen auf dem Schirm hat, dass man sagt, hey, was wäre denn, wenn der Euro mal auseinanderbricht? Ne, das ist ja auch nicht so ganz unwahrscheinlich, jetzt vielleicht sicherlich nicht morgen, aber irgendwann mal, wobei ich weiß gar nicht, ob uns das als Deutsche so betreffen wird, also ob wir nicht im Euro drin bleiben und die anderen vielleicht rausgehen, aber dann ist es natürlich gar nicht so schlecht, sagen, hey, ich habe auch einfach mal Geld in einer anderen Währung als der Europäischen Union, also in der Schweiz zum Beispiel, auch wenn das Geld jetzt erstmal gar nicht in der Schweiz liegt, aber du hast halt einfach Schweizer Franken und damit eine gewisse Stabilität auch im Depot. Das ist also durchaus ein Vorteil und wenn der Euro jetzt sich weiter so verhält, wie er sich tendenziell die letzten Jahrzehnte, auch die D-Mark, gegenüber dem Schweizer Franken verhalten hat, dann könnten wir auch weiterhin mit Währungsgewinnen rechnen, wobei wir natürlich sagen müssen, das kann sich jederzeit auch umkehren, das wissen wir. So, was ist wieder der Nachteil?
genau dieselben Punkte oder so eine Mischung aus Variante 1 und 2, nämlich auf der einen Seite, du musst wieder umrechnen. Das heißt, du musst wieder von Schweizer Franken in Euro umrechnen bei deiner Steuer, was wieder mehr Aufwand bedeutet. Und beim Schweizer Franken, ich habe es vorhin schon erwähnt, beim Euro, auch da fallen diese Negativzinsen an. Das heißt also, du müsstest auch hier, wenn du ein Konto hast, was über 100.000 ist, auch da müsstest du Stand heute, wenn du das Video in 5 Jahren siehst, kann das schon wieder ganz anders sein, aber Stand heute, 2017, musst du auf dieses Guthaben, wenn es über 100.000 Schweizer Franken sind, musst du eben Negativzinsen zahlen. Ne? So, und das sind einfach Punkte, die du einrechnen musst. Was ist also jetzt die beste Variante? Naja, du musst das für dich einfach entscheiden. Ne? Ich persönlich habe meine Konten, führe sie entweder in Euro oder in Schweizer Franken. Ich habe aber auch kleinere Konten, die ich in Dollar führe. Und es gibt auch so Mischformen, dass man zum Beispiel sagt, man führt sein Konto in Euro, hat den Vorteil, Basiswährung ist Euro, aber und du kriegst am Ende immer alles in Euro ausgewiesen, weil es automatisch IB oder wer auch immer schon gleich umrechnet. Das heißt, du siehst alle Zahlen direkt in Euro. Du kannst dir aber innerhalb dieses Kontos zum Beispiel Teile in Dollar umtauschen. Ne? Du kannst also sagen, hey, 50%, 60%, wie meine Margin-Auslastung ist, tausche ich in Dollar um, weil ich ja dann sowieso die Margin in Dollar hinterlegen muss. Oder aber, wenn du jetzt Optionen verkaufst, nimmst du ja permanent Dollar ein, dass du die nicht in Euro zurücktauschst. Würde übrigens auch mal passieren, wenn du mal japanische Yen handelst oder wenn du britisches Pfund handelst, dann wirst du plötzlich britische Pfund haben oder dann wirst du japanische Yen auf dem Konto haben. Oder wir haben gestern hier im Büro Optionen verkauft auf den schwedischen Index und plötzlich hatten wir Schwedenkronen im Depot. Das ist halt so, du hast also dann sowieso mehrere Währungen und wenn du dann auch eine Basiswährung Euro hast, rechnet er dir das immer um. Und dann musst du halt wirklich auch schauen, wo lebst du. Ne? Also wer in Amerika lebt, wird tendenziell eher ein Konto in Dollar führen. Wer in der Schweiz lebt, wird tendenziell ein Konto eher in Schweizer Franken führen. Und wir eben als Deutsche, Österreicher werden wahrscheinlich das Konto tendenziell eher in Euro führen. So, das heißt, schau dir einfach für dich persönlich an, was ist der Vorteil und der Nachteil jeder Variante. Und dann entscheide dich, welchen Nachteil du bereit bist, geringer zu gewichten als den Vorteil, den das Ganze bietet. Und dann machst du das entsprechend. Ich hoffe, dir hat das Ganze heute geholfen, dich ein bisschen besser oder ein bisschen besser durchzuschauen bei dieser ganzen Vielfalt, die dir der Markt bietet. Und wenn du weitere Fragen hast, wenn ihr Fragen habt zum Thema Optionshandel, Konten und so weiter und so fort, ne, ihr wisst, wie ihr die loswerdet. Hier unten ist eine ganz große Kommentarfunktion, schreibt mir das also alles rein und ich schreibe mir das alles immer auf. Ich habe eine riesenlange Liste mit Themen und wir arbeiten die nach und nach für euch ab, sodass ihr hier auf diesem Kanal die besten, die meisten und die umfangreichsten Informationen zum Thema Optionshandel im deutschsprachigen Raum findet. Boah, das war jetzt nochmal Werbung am Ende. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Handel. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, Servus, mach's gut. Bye, bye.